Los geht's. Ja, hallo? Ja, grüß dich wohl. Bin ich da verbunden mit dem Herrn Stadumann? Jawohl, ja, jetzt. Da ist Steiner vom Bundesamt für Gesundheit. Die sind ja im Rahmenvertrag von der NZZ-Gruppe Taggeldversicherung, gell? Jawohl. Eben, und aufgrund von der ständig steigenden Krankenkassenprämie machen wir quasi so einen Gesundheitscheck. Jawohl. Jetzt, wie ist das bei euch? Seid ihr im Moment gesund oder krank? Ich bin im Moment gerade krank, die Ei. Effektiv. Das findet ihr sogar lässig? Nein, das finde ich gar nicht lässig. Das ist jetzt nicht der Zufall, wenn ich lustig finde, dass sie mir genau jetzt anhört, weil ich auch krank die Ei bin. Schon interessant. Was tut ihr für eure Gesundheit so? Ich habe vor einem Jahr aufgehört zu rauchen. Vor einem Jahr, und das geht? Das geht sehr also, ja, gut. Ja. Wie tut ihr euch ernähren? Sehr lange, sehr schlecht. Sehr viel Junkfood. Aber unterdessen ist es sicher anders geworden. Was denkt ihr für einen Beruf? Ich bin Audioproduzent beim Radio Aktuell. Also, das heißt, was für ein Produzent? Audioproduzent. Audioproduzent. Macht ihr sonst noch irgendetwas? Ich mache zum Beispiel Scherztelefon für Morgenshow und so Sachen. Was macht ihr denn bei diesen Scherztelefonen? Leute anrufen und irgendwie möglichst abstrus hinter das Licht ein bisschen führen, mit komischen Fragen, mit komischen Fällen, das Ganze auflösen. Ja, wie ist denn das mit eurem Körper? Sonst habt ihr Hautprobleme, respektive habt ihr irgendwelche Tattoos? Ja. Hautproblem? Ja, also im Moment ein bisschen Sonnenbrand. Ich stelle fest, ihr seid zwar daheim, aber die Haut der Sonne aussetzen und mich so mit einem neuen Risiko wieder aussetzen, dass ihr noch länger krank werdet, oder? Hat er das auf dem Balkon noch geholt? Nein, das ist, wenn ich eine kleine Runde mit dem Hund habe, trotzdem gemacht, zwischendrin. Ah, der hat den Hund auch noch? Jawohl. Meinen Sie nicht, dass die Stirnhöhlen-Sache wegen der Hundehaar könnte sein? Nein, das glaube ich jetzt eigentlich weniger. Also nehmt ihr den Hund ins Bett oder schmauset ihr mit dem? Oder? Ins Bett darf er sicher nicht, aus Hygienegründen sowieso. Ja. Und sonst schmausen ja nur, also was man hat, so schmausen im Hund. Aber ich wüsste nicht, was das für einen Zusammenhang steht. Ja, ich meine, jemand, der so allergisch ist, oder? Ich meine, wie ist es so mit Drogen, also Kiffen und so? Nö, da gebe ich mich enthaltsam, obwohl mir das selten Leute glauben, wenn man hat so als tätowierter Mensch nehmen, abtätowiert, dass wir irgendwelche Randgruppen zugehörig. Ja gut, ich meine, bei dem Beruf, den ihr habt, gehört ihr ja zu der Randgruppe, oder? Das hat nicht, ja. Ich meine, wer arbeitet schon beim Radio und macht irgendwelche so Sachen wie dir, oder? Das ist eigentlich etwas selten. Wenn ich euch auffordere, auf einem Bein zu stehen, könntet ihr das machen? Dann würde ich definitiv behaupten, dass ich jetzt gerade verarscht habe am Telefon, als ich es schon längstens vermuten, aber es ist so schön, dass man selber mitmachen. Aktuell von Free. Herzlich willkommen beim Chef-Telefon vom Radio B1. Und einen ganz herzlichen Gruß natürlich von deinem ganzen Team. Danke.